Willkommen zu einer weiteren Folge Space Siege, mein Gott. Also, wir sind immer noch dabei, die Wohnquartiere abzuschotten. Jetzt müssen wir bestimmt nach links, aber da gehe ich noch nicht hin. Oder die muss ich da gar nicht durch. Ich weiß noch nicht, ob ich diese Waffe mag. Da ist noch einer. Das war's. Okay, die Bälle helfen jetzt nicht viel. Oder gar nicht. Das ist das letzte Shot. Gut gemacht, Sergeant Walker. Ihre nächste Aufgabe wartet im Kälteschlaf B. Bitte gehen Sie sofort dorthin. Aber gerne, komischer Pilot, dem ich nicht vertraue. So, 491 Punkte haben wir wieder. Vielleicht sollten wir jetzt hier gleich investieren. Okay, das war's auch schon. Toll. Da ich mir jetzt mehr von erhofft. Na gut. Und wo muss ich dafür jetzt hin? Wahrscheinlich in die Bahn. Hier komme ich wieder zum... Ach. Okay, jetzt könnte ich wieder eine Runde rumlaufen. Okay, okay, okay. Mal gucken, ob jetzt wirklich die volle Strecke automatisch hinläuft. Ich habe ja die Bahn angeklickt. So, Kälteschlaf B. Also wenn das alles hier noch Missionsgebiete sind, dann posten wir uns halt. Dann geht das Spiel doch länger, als ich erwartet habe. Habe noch eine Waffe für Ihren Roboter gefunden. Sein Standort ist markiert. Verstanden. Gehen wir erstmal hier oben hin. Danke, Roboter. Jetzt ist hier ein Raum und ich komme da nicht mal rein. Toll. Sicherheitsabregelung in Kraft.
Dieser Bereich ist nur für autorisiertes Personal zugänglich. Ich habe Autorität. Mann, Mann, Mann. Jetzt haben wir eine elektrisch geladene Waffe, also denke ich mal, war die Investition gerade nicht verkehrt. Wir können ja mal gucken, ob wir schon mehr Damage machen. 56. Jo, jetzt machen wir leicht mehr. Ups, nein, fortsetzen natürlich. Achso. Jetzt hoffe ich hier schon automatisch weiter. Hier war nicht weiter. Okay. Es sind immer noch zahllose Passagiere im Kälteschlaf und wir müssen sie beschützen. Deshalb flute ich die Region mit einem Nebel aus flüssigem Stickstoff, der alles einfriert, was frei herumläuft. Damit dieser Plan funktioniert, müssen Sie manuell drei Ventile mit Hilfe einer Reihe von Computern ausrichten. Verstanden. Mhm. Wäre es nicht eigentlich Roboter sinnvoller, die Leute aufzuwecken? Die könnten uns bei unserem Kampf unterstützen. AC-Kontrollraum. Ach du Gott, das wird auf einem langen Marsch. Geht nicht auf. Oh, noch mehr. Okay, das ist wirklich komisch. Der Großteil des Schiffes bekommt kaum Saft, ja? Gerade genug für die Lebenserhaltung und ein paar andere Systeme. Aber die Fabriken laufen mit voller Kraft. Was zum Teufel ist da drüben los? Irgendwie das dumme Vieh läuft schon wieder automatisch richtig. Yep, das ist ein Transporter. Dann gehen wir in die Medic-Station. Mal kurz speichern und gucken, ob da noch irgendwas war. Ich sage, die Karte ist manchmal nicht so wirklich aufschlussreich, weil hier sieht man zum Beispiel kein Symbol. Da hätten sie mal ein Transporter-Symbol reinhauen können oder was weiß ich. Okay, Angriffstempo könnten wir noch ergänzen. Das ist natürlich sehr teuer, die zu verbessern. 62 Damage. Das ist schon mal sehr gut. Eine erhebliche Verbesserung jetzt gegenüber des Sturmgewehrs. Na toll.
Sie sollten froh sein, dass Sie nicht hier sind. Ich schwöre, diese Leute streiten auch darüber, ob das Gras grün ist oder nicht. Die sind nur gestresst. Man darf sie nicht so hart rannehmen. Ich schätze schon. Ich melde mich später bei dir. Verstanden. Ziemlich großer Raum hier. Na toll. Was ist denn jetzt was? Oh. Easy. Ah, ich laufe doch schon wieder falsch hier. Beziehungsweise richtig, aber ich habe den Raum hier noch nicht fertig erkundet. Genau, bleib stehen, mein Freund. So, gehen wir mal oben Lucky Lucky machen. Einer erledigt. Jetzt fehlen noch zwei, stimmt's? Das stimmt, Sergeant Walker. Diese klugen Dialoge. Guck ich noch mal kurz hier nach, aber da war... Oh, ein paar Gegner wechseln noch. Wo ist denn R2D2 schon wieder abgeblieben? So, Ziel 1 erreicht. Bleiben noch Ziel 2 und 3. Ich habe gesehen, wie diese verdrehten Cyborgs Menschen aus ihren Kapseln zogen. Die Menschen schienen kaum bei sich zu sein. Keiner hat sich groß gewehrt. Ich muss hier weg, bevor diese Gestalten zurückkommen, um mich zu holen. Okay, dann haben die Cyborgs also zumindest die restlichen Leute geholt. Fragt sich immer noch, wer, ich sag mal, Patient X ist, von dem das Ganze ausgegangen ist. Achso, ich dachte, wäre eine andere Kiste. Na gut. Dann nicht.
und es hat Boom gemacht. So, einmal Heilung, please. Ups. Ich könnte nur auf Angriffstempo gehen. Sollte ich vielleicht auch. Oh, wir können es nochmal eins leisten. Na gut, und hier geht's dann in der nächsten Folge weiter. Spitze bedanke mich. Bis dann.